So. Wunderbar. Was? AOC wird nicht mehr weitergeführt von den Moddern? Das finde ich nicht cool. Das finde ich absolut nicht cool. Das finde ich doof. Ernsthaft? Nein! Nein! Sag mir jetzt! Bitte, das hatte ich vorhin schon, vor dem Stream. Sag mir bitte nicht. Sag mir bitte nicht. Bitte. Sag mir nicht, dass diese... dass diese Decken keine Masse mehr haben. Das ist wirklich kein Witz. Oh, das ist schade. Ich liebe AOC. Dann hätten die was auf ihrem Discord geschrieben. Also, irgendwie habe ich so das Gefühl. Ah, Ceiling. Ceiling. Oh, ist das nervig. Ich müsste reloggen, damit das weggeht. Warte, vielleicht. Vielleicht, möglicherweise. Wenn nicht einfach. Ach, die haben auch. Die haben auch keine Masse mehr. Ah. Die haben auch keine Masse mehr. Ich müsste. Nein. Ich glaube. Es hat keine Masse mehr. Die hier haben Masse. Ach. Ach. Ach, komm schon. Dein Scheiß Ernst. Naja, gut. Vielleicht können wir hier oben mit dem Dach anfangen. Bin lauffaul, deshalb fliege ich wieder.
Nein. Hast du Masse? Kann ich dich wieder mitnehmen? Nein. Hat keine Masse, muss ich später mitnehmen. Okay. Alles, was jetzt verbaut wird, ist RIP. Ja, Jasmine, die fliegende Göttin, oh ja. Genau das gleiche Problem hatte ich Minuten, Sekunden, bevor ich den Stream gestartet habe. Habe ich mich neu eingeloggt auf den Server und danach war das Problem behoben. Aber ich muss gestehen, ich habe jetzt keine Lust mehr, mich nochmal auf den Server einzuloggen. Habe ich keinen Bock mehr. Ja, das hat auch alles keine Masse. Das hat alles keine Masse. Ah, schön. Freude, Kinders. Ganz viel davon. Ganz viel Freude. So. Ich fliege jetzt. Es ist mir jetzt egal. Es ist mir jetzt alles egal. Ich fliege jetzt. So. Aus dem Weg. Über diese Hörner schauen wir einfach hinweg. Die schauen da ein bisschen raus, aber das ist in Ordnung. Das passt. Hier werden wir definitiv mit. Na, komm. Na. Mit Säulen arbeiten müssen. Nein. In die andere Richtung willst du nicht? Nein. Nein? Sicher? Ganz sicher? Okay, ich komme später nochmal wieder und frag nochmal. Vielleicht hast du ja dann deine Meinung geändert. Ich habe die Fackel unten gelassen. Damn it. Ich fühle mich heute sehr gemocht von diesem Spiel. Spiel wechseln? Nee. 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 Wenn du deinen Turm fertig hast, lässt du dich einweisen. Ah, ja, wenn ich meinen Turm fertig habe, ich glaube, ich mache Ähnliches. Komm schon. Das kann doch nicht so schwer sein da. Naja, gut. Ich hoffe, die Nacht ist bald vorbei. Ich bin zu faul, die Fackel zu holen. Oh Mann. Türme sind toll, Offi. Nur heute werde ich gemobbt. Von den Türmen. Vielleicht muss ich das hier einen Ticken weiter nach vorne ziehen. Weil die Schlangen da oben im Weg sind. Aber das ist ja möglich. Dank der Pickup-Mod ist das möglich. So grob mittig. Es wird nicht ganz mittig sein, einfach. Weil. Oh, es steht minimal weiter vorne. Aha!
Okay. Versuchen wir es nochmal. Vielleicht. Ah, ich erst das Dach setze und dann. Nein? Sicher? Ganz. Ganz. Nein? Ganz sicher? Bist du dir. Dach. Bist du. Bist. Ganz sicher? Okay. Na gut. Dann halt nicht. Das sagt sowas von nein hier. Ja, auch nicht. Da könnte es eventuellerweise an dem Schrein liegen. Hier kann ich es nicht nachvollziehen. Okay. Packen wir das Zeugs da wieder rein. Man haut sich nur halb den Kopf an. Also. Ich hätte den Turm größer machen müssen, wenn. Alles eine Etage höher. Nochmal eine Mauer oben drauf setzen. Eieieiei. Eine Mauer oben drauf setzen. Nee, ich will die ja alle auf einer Etage haben. Ja, die Dächer kann ich jetzt nicht abreißen. Immer oben drauf sitzen. Ja. Alles um eins erhöhen. Mache ich die Fenster um eins höher. Das wäre eine Idee. Ich meine. Bei der Höhe ist es im Endeffekt scheißegal, ob dann da jetzt noch was oben dran hängt oder nicht, ne? No. Offiziell existiert das hier alles gar nicht. Existiert nicht. Eine Etage mehr macht da keinen Unterschied, das ist richtig. Okay. Dann halt nicht. Kriege ich hier noch die anderen Dächer irgendwie hingesetzt? Meine, vielleicht kann ich das zu meinem Vorteil nutzen, dass die hier alle komplett ineinander gesetzt werden können. Du sprichst aus Erfahrung, alles klar, Ofi. Komm, machen wir noch ein paar Decken hier. Das Thema Dach hat sich heute erledigt, ja. Ich glaube auch. Ich setze das hier jetzt einfach alles aneinander, wenn das offiziell gar nicht wirklich existiert. Also, warum dann nicht hier irgendwie. Ah, da möchte ich es nicht hinsetzen. Das da an die Seite geklippt kriege. Da dran. Ich
Ich meine, es hängt ja hier an der Wand, ne? Also. Nutze ich zu meinem Vorteil, dass die Decken nicht existieren. 13 Etagen, oh ja. Das schaut hier ein bisschen raus, aber soll's. Ha! Wunderbar. Schön. Damit hat sich das auch geklärt. So, und wenn ich das hier jetzt noch irgendwie... Bausound gibt es heute nicht, ne? Ach ja, richtig. Kann ich ja nicht aufnehmen. Haha. Na, da muss ich mir was überlegen, was einfallen lassen. Bisschen rumprobieren. Sieht nicht so 100% geil aus. Nicht so wirklich. Meine Kehle ist völlig ausgetrocknet, alles klar. Spiel, wenn du das sagst. Ist jetzt natürlich nur semi-gut, dass dass ich die Decken nicht mehr aufheben kann, nicht kaputt machen kann, ohne alles einzureißen. Nein, ich kann durch die Decken durchfliegen, ne? Also von dem her, ich habe hier noch so diese coolen Decken. Ich mit denen hier vielleicht irgendwas anfangen. Nicht so wirklich, ne? Mit Dreiecken. Ja, ohne Abreißen aufnehmen macht das Bauen echt keinen Sinn, dass es war. Das ist richtig. Diese lustigen Schrägdächer, die habe ich da unten schon. Diese Ecken. Von denen könnte man mal lieber noch irgendetwas knüppeln oder so. Na. Das Problem bei diesen Teilen ist, dass die sich wunderbar an diese viereckigen Bauteile anpassen, aber nicht an die dreieckigen. Das funktioniert nicht. Das ist ein bisschen ätzend. Was haben wir denn noch für Deckenteile? Ich habe diese Rundbögen gesehen eben. Aber die sind ja auch wieder viereckig. Ha. Eckengewölbe. Nee. Nope.
orientiert sich auch alles an dem viereckigen Zeugs. Auch viereckig. Das sind auch Ecken, die haben wir hier. Klappt auch nicht so ganz. Mit diesen kleinen können wir hier so wunderbare einfache Spitzen machen, aber möglicherweise, wenn man das dann wieder aufheben kann irgendwann, könnte man dann... Ah, hahaha. Ich hab's herausgefunden. Glaube ich. Wenn wir dann hier noch eine Decke oben drauf packen, hier dieses da, was da in der Mitte hängt, dann können wir die hier dazwischen packen. An die Decke hängen und dann dazwischen packen, aber das funktioniert gerade nicht so, weil sich das hier nicht aufheben lässt. Schön. Hervorragend. 1A. 1A. Genau so, wie es sein muss. Ich... Charakter lag auch nur ein bisschen. So, dann nutzen wir hier jetzt noch die Gelegenheit, wo es gerade hell ist, und schauen uns das einfach mal von außen an. Das hier sieht, naja, blicken ähnlich aus, aber vielleicht lässt sich mit denen da noch was machen. Vielleicht spiele ich da noch ein bisschen rum. Dass wir das hier nehmen und dann einfach... Kann ich auch nicht aufnehmen. Kann ich nicht probieren, kann ich nicht testen. Ansonsten kleiner Turm an dem großen Turm ist in Ordnung. Ist jetzt nicht der schönste Turm, aber ich mag die kleine Brücke da. Ich hätte die Grundform vielleicht anders machen sollen. Das Fundament unten. Dann wäre er vielleicht ein bisschen runder, aber naja. Was soll's? Was will man machen? Ich bin ja kein Profi. Ja. So, das war der Plan für heute, ne? Ich wollte die Dächer fertig machen, aber die Dächer wollen sich nicht fertig bauen lassen. Naja. Die Dächer, die wollen heute nicht. Der lässt sich auch nicht in die Richtung kippen. Vielleicht muss ich den Schrein dann doch noch mal ein bisschen umsetzen. Keine Ahnung. Den hier ein bisschen nach vorne setzen. Na. No.